Du bist ja da in der Ausbildung zur Bekleidungsgestalterin. In welchem Jahr bist du denn? Oder wie lange geht es noch? Also ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr, es geht eigentlich jetzt noch so zwei Jahre, also ein Jahr. Bis jetzt bist du zufrieden? Genau, ja, doch. Gefällt mir immer. Sehr gut. Wie bist du denn genau zu dem Modell gekommen, dass du das damals machst? Also ich habe gewusst, dass es so eine Schule gibt. Und dann habe ich einfach in ein bisschen im Zug beraten lassen, so wie ich auf die Schule komme. Ja. Was, wenn man sich dort beraten lässt, wie findet ihr denn aus, in welche Richtung dass es gehen sollte? Oder was testet man denn genau? Also ich habe eigentlich, als ich in die Tiefen gegangen bin, gewusst, dass ich in die Schneiderin gehen wollte. Und dann hat sie mir einfach so ein bisschen, eben, dass die Schule in Zürich und es gibt in Zürich jetzt auch noch eine Lehrstelle. Aber es halt so in der Schule, ist so ein bisschen, man lernt mehr und es ist ein bisschen internationaler. Genau, du hast ja verschiedene Fächer, du lernst sehr viel, hast du einen Lieblingsbereich jetzt entdeckt für dich? Also ich nähe natürlich sehr gerne, das ist auch das Hauptsächliche, was wir da machen, aber ich tue schon lieber selber kreativ etwas entwerfen oder so. Also das heisst eigentlich, du fängst an am liebsten mit dem Zeichnen selber erfinden? Genau, ja. Also mit dem Stift und Schnitt und so, ja. Wenn du jetzt nachher, du bist ja jetzt, ein, ja sagen wir, über in der Hälfte, was kommt nachher, weißt du das schon? Oder hast du da irgendwie, glaubst du, es wird schwierig, was du nachher willst machen? Also genau weiß ich jetzt noch nie, aber ich würde einfach sehr gerne Berufsausbildung machen und nachher so ein bisschen Richtung Mode, mehr so ins Design, also eigentlich nicht mehr so nähen, so mehr so ein bisschen entwerfen. Das heisst, du würdest dann vielleicht eben zu einem Designer gehen, für den Sachen entwerfen, das wäre, oder selber das nennen? Genau, ja, oder also ein bisschen jetzt mehr so ins Wirtschaftliche von der Mode, das ist auch schon ein Teil, den ich interessieren. Das würde heissen? Ja, das ist dann so ein bisschen mehr so in die Trendforschung, wie die Kollektionen entwickelt werden und einfach so ein bisschen, ja. Okay. Dein eigener Modestil, wie würdest du das beschreiben? Was hat sich das verändert seit der Modeko? Also eigentlich nicht so groß, es hat sich einfach so ein bisschen verändert im Laufe meiner Jahre. Also eigentlich bin ich so, ist jetzt noch schwierig zu beschreiben, also ich kann eigentlich eher einen sportlichen Stil, aber trotzdem so ein bisschen elegant, frech. Also so ein bisschen, aber das im Jugendlichen ist schon noch wichtig.